Ich bin Itiraniel, Erzengel des Schicksals. Es ist meine Pflicht, alles was ist und alles was sein wird, in der Schriftrolle des Schicksals aufzuzeichnen. Aber ihr, Nephalem, ihr taucht in dieser Rolle nicht auf. Euer Schicksal ist ungeschrieben. Dann werde ich meine Bestimmung in Diablos Blut niederschreiben. Ihr könnt entweder zusehen, wie die gesamte Schöpfung in Flammen aufgeht, oder mir helfen. Vielleicht lässt sich das Schicksal ändern. Beeilen wir uns, Auriel, Erzengel der Hoffnung, ist von Rakanoff, dem Herrn der Verzweiflung, entführt worden. Ich werde sie finden und den Himmeln die Hoffnung zurückgeben. Glaubt euch frei von den Ketten des Schicksals, Nephalem. Aber alle werden vor Fürst Diablo niederknien. Die Schriftrolle des Schicksals nicht recht hatte, dass dieses in Unruhe versetzte Reich wieder zur Harmonie finden würde. Ich sehe jetzt, dass alle Hoffnung in euch liegt. Ihr seid nun losgelöst von den Ketten des Schicksals. Mit meinen Segen könnt ihr nun Diablos Verderbnis bannen. Durch sie werden die Tore verborgen, über die seine verfluchten Diener diesen geheiligten Ort betreten. Die Tore müssen geschlossen werden. Ich
habe Diablos Champion besiegt und Hoffnung wiedererstehen lassen. Ich dachte, auch Tyraels Glaube würde wiederhergestellt werden, aber er bleibt verschollen. Wie dem auch sei, ich werde Diablos Höllenportale nun zerschmettern. Bösartige Diener können dieses Höllentor nicht mehr benutzen, um in die silberne Stadt zu kommen. Jetzt verbleibt nur noch ein Tor. Das ist nicht das einzige Tor zur Hölle. Der Strom meiner Legionen wird niemals abreißen. Yeah!
Hand. Vergeuden. Schnell, ihr müsst zum silbernen Turm vordringen. Die hohen Tore sind geschlossen. Unwichtig. Bald wird von diesen hohen Himmeln nichts mehr sein. Die ganze Schöpfung wird das Reich des Grauens sein. Tyrael, ihr lebt! Ja, mein Freund. Ich bin wieder bereit, an eurer Seite zu kämpfen. Es war ein Fehler, sich der Verzweiflung hinzugeben. Ihr habt mir gezeigt, dass noch immer eine Chance besteht, zu siegen. Aber wir müssen uns beeilen. Diablo ist bereits auf dem Weg zum Silbernen Turm. Ich verstehe es endlich. Euer Volk stellt sich dem Tod und der Finsternis jeden Tag. Trotzdem findet ihr den Mut, weiterzumachen. Es ist eine Ehre, einer von euch zu sein.